Herzlich willkommen zum Übungsteil Geoinformationssysteme im offenen Online-Kurs OpenGeoEDU, der im E-Learning-System ILIAS abläuft. Daher müssen Sie sich für diesen Kurs als Teilnehmer registrieren, um Ihre Leistungen dann auch mit Leistungspunkten nach dem ECTS und Noten versehen und anerkennen zu lassen. GIS sind hier die Werkzeuge, um mit offenen Geodaten interessante Fragestellungen zu bearbeiten. Die GIS-Übungen sollen dabei ausgewählte Aufbereitungs- und Analyseschritte illustrieren und somit auf die Bearbeitung der späteren umfangreichen Fallbeispiele vorbereiten. Geoinformationen sind allgegenwärtig und mehr denn je gefragt. Sie begegnen uns am häufigsten in Form der Navigationssysteme, die heute niemand mehr missen möchte. Aber auch moderne Kartenprodukte, sei dies als Kombination von Ortofoto und Karte, als 3D-Stadtmodelle oder als digitale Geländemodelle sind spätestens seit Google Map jedermann bekannt. Und auch an die enorme Vielfalt von Satellitenbilddaten haben wir uns gewöhnt. Daneben gibt es natürlich noch eine große Menge von Messsystemen, die rund um die Uhr digitale Daten erfassen und uns erlauben, Prognosen für Umweltsituationen zu erstellen. Es ist somit eher so, dass wir zu viel an Geodaten haben. Oder mit einem frühen Zitat der Zukunftsforscher Nesbitt und Aberdeen von 1991 aus ihrem Buch Megatrends 2000: Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen. Die Generierung von Wissen und Erkenntnissen aus dieser Informationsflut steht in vielen Bereichen noch aus. Und genau an dies ist die Motivation für OpenGeoEDU, nämlich die Wertschöpfung der verfügbaren Geoinformationen in Forschung und Lehre in raumbezogenen Studiengängen im deutschsprachigen Raum zu befördern. Um die Suche nach verfügbaren offenen Geodaten zu erleichtern, stellt das Projekt OpenGeoEDU ein Portal zu Datenangeboten bereit. Dabei beziehen wir sowohl Geodateninfrastrukturen, Open-Data-Portale, aber auch Fachdaten aus der Statistik, dem Umweltbereich oder der Forschung mit ein. Und dies für den deutschsprachigen Bereich auf kommunaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Über das Open-Data-Portal kann sich der Online-Kursteilnehmer seine Daten für die Bearbeitung vorgegebener oder eigener Fragestellung zusammensuchen. Und Sie können auch beitragen, das Datenportal zu erweitern, indem Sie uns neue Datenangebote melden. In den GIS-Übungsbeispielen werden verschiedenste Themen aufbereitet. Liegen Geoinformationen zum Beispiel mit indirektem Raumbezug in Form von Adressen vor, so muss zuerst ein Geocoding durchgeführt werden, um aus Adressen punktförmige Objekte zu erzeugen, die dann im GIS weiterverarbeitet werden können. Die Nutzung von Crowdsourcing-Konzepten wird am Beispiel von Heimwetterstationen im Vergleich zu offiziellen Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes dargestellt. Hier geht es um das Kennenlernen einfacher statistischer Datenanalyse und um Interpolationsverfahren. Das rechte Bild zeigt hingegen aus dem Kontext der Daseinsvorsorge die Analyse der Luftlinienentfernung zufällig verteilter Schüler zu den Grundschulen in der Hansestadt Rostock. Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich die enorme Vielfalt an Problemstellung, an verfügbaren Daten und an Geoverarbeitungsfunktionalitäten. In unseren Übungen und Fallbeispielen durchlaufen wir immer wieder einen ganz typischen GIS-Workflow, der von der Generierung einer Problemstellung über die Datenrecherche und Datenaufbereitung geht. Anschließend werden Geoobjekte und Prozesse modelliert, sowie die Auswertung und visuelle Aufbereitung durchgeführt. Und am Ende muss der Kursteilnehmer die Ergebnisse interpretieren und in einer wissenschaftlichen Belegform zur Bewertung einreichen. Dabei greifen wir gesellschaftlich relevante Fragestellungen auf und illustrieren mögliche Beiträge der Geoinformationssysteme und offenen Daten. Je nach Vorkenntnissen des Kursteilnehmers können die meisten Übungen in 3 Schwierigkeitsgraden bearbeitet werden. Wir unterscheiden hier die Niveaustufen A, B und C.
Der fortgeschrittene Student, Advanced, findet seine eigene Problemstellung und bearbeitet diese ohne große Anleitung. Im Basic Level werden Hinweise gegeben, um gewisse Klippen zu umschiffen. Hingegen richtet sich das C-Niveau an den Novizen, dem ganz detailliert die Schritt-für-Schritt-Bearbeitung der Problemstellung erläutert wird. In allen Übungen und Fallbeispielen versuchen wir sowohl die lokale Perspektive, also den Blick auf das eigene Wohnumfeld, als auch regionale, ein Bundesland, über nationale, Deutschland, Österreich, Schweiz, bis hin zu globalen Fragestellungen zu ermöglichen. Dies soll am Beispiel der United Nations Sustainable Development Goals, also anhand der zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung demonstriert werden. Mit der Annahme der Agenda 2030 verpflichten sich die Staatenlenker der Welt zu einer nachhaltigen Entwicklung des Planeten Erde, die die drei Ebenen Ökonomie, Ökologie und Soziales gemeinsam betrachtet. Mit ihren 17 integrierten und unteilbaren Zielen und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung ist die Agenda 2030 sehr ambitioniert. Die 17 Ziele reichen von Armut auf der Welt verringern über die Sicherung von Wasser- und Sanitärversorgung bis zur Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen auf der Welt. Die Vereinten Nationen haben dazu einen umfangreichen Katalog von 169 Zielvorgaben verabschiedet und einen Satz von Indikatoren erarbeitet. Diese stellt die UN frei zur Verfügung. Das Übungsbeispiel geht also eine globale Problemstellung an und wegen der vielen Datensätze, die verfügbar gemacht werden, kann jeder Teilnehmer seinen eigenen Interessen folgend sich einem Nachhaltigkeitsziel intensiv widmen. Jeder Kursteilnehmer sucht sich somit einen aussagekräftigen statistischen Datensatz zu einem der SDG-Themen bezogen auf die nationale Aggregationsebene aus. Im Beispiel wollen wir uns einmal mit dem Thema bezahlbare und saubere Energie, also dem Ziel 7, befassen. Den UN-Dokumenten kann entnommen werden, dass das Ziel in mehrere Unterziele unterteilt ist, von denen wir uns dem Anteil erneuerbarer Energien an dem Gesamtverbrauch widmen, der Indikator 7.2.1. Somit lautet also unsere Problemstellung: Wie stellt sich die Situation des Anteils erneuerbarer Energien an dem Gesamtenergieverbrauch weltweit dar und wie entwickelt sie sich in den letzten Jahren? Wir laden den Datensatz zum Indikator 7.2.1 herunter und schauen uns insbesondere die Metadaten an. Diese beschreiben, wie die Daten entstanden sind und hilft uns, gewisse Einträge zu verstehen. Dies ist später für die Auswertung wichtig, um zum Beispiel fehlende Werte kenntlich zu machen. Die Länderdaten, die bereitgestellt werden, reichen hier bis ins Jahr 2005 zurück. Diese Sachdatentabellen werden dann mit Excel oder LibreCalc aufbereitet. Als weiteren Datensatz zur räumlichen Auswertung benötigen wir die Ländergrenzen der Welt, also eine Weltkarte, damit wir unsere Auswertung auch kartografisch darstellen können. Diese finden wir ebenfalls an vielen Stellen im Web. Eine gute Quelle dafür ist Natural Earth, die einen recht aktuellen und umfassenden Shape-Datensatz mit über 200 Nationen bereitstellen. Für die GIS-Verarbeitung bieten wir bei diesem Beispiel zwei Varianten an. Einmal mit ArcGIS als proprietärer Software oder mit QGIS als Open-Source-Software. Für die Datenaufbereitung der statistischen UN-Daten müssen die Bedingungen festgelegt werden, unter denen die CSV-Dateien importiert werden. Außerdem können nicht interessierende Attributeinträge entfernt werden, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Neben dem Ländernamen interessieren insbesondere die Zeitangaben und die Werte der erneuerbaren Energien. Im Modellierungsschritt soll einerseits ein Klassendiagramm der beteiligten Objekte und andererseits auszugsweise die vorgesehene Verarbeitung der Daten dargestellt werden.
Im Flussdiagramm wird der erste Schritt der Kombination der UN-Daten mit den Ländergrenzen beschrieben. Im GIS entspricht dieses dem Join-Operator, der die beiden Tabellen, nämlich die nicht mit einem direkten Raumbezug versehene UN-Tabelle und den räumlichen Datensatz der Ländergrenzen, miteinander verknüpft. Für den weniger erfahrenen Modellierer bieten wir im offenen OpenGeoEDU-Kurs ein Tutorial zur Modellierung mit der Unified Modeling Language oder dem Entity Relationship Model an. Nach dem Join werden die auszuwertenden Attribute genauer betrachtet. Hier finden sich eventuell Länder, für die keine Daten vorliegen. Diesen Ländern weisen wir zum Beispiel den Wert -99 zu, um sie von Ländern, in denen der Anteil erneuerbarer Energien gleich 0 ist, deutlich unterscheiden zu können. Zum Schluss geht es dann in die visuelle Aufbereitung. Es bietet sich an, den Anteil erneuerbarer Energien in einer Farbabstufung darzustellen. Nachdem man dies zum Beispiel für die zwei Zeitschnitte 2005 und 2015 durchgeführt hat, kann dann eine thematische Karte der Veränderung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch der letzten 10 Jahre erstellt werden. Hierfür ist dann eine Darstellung in einer Ampelfarbgebung geeignet. Rot stellt einen Rückgang, grün einen Anstieg erneuerbarer Energien dar. Auch hierzu bieten wir dem weniger erfahrenen Kartenersteller im offenen OpenGeoEDU-Kurs ein Tutorial zur thematischen Kartografie oder zu Bestandteilen einer thematischen Karte an. In einem wissenschaftlichen Beleg wird dann der gewählte Indikator beschrieben, der Workflow dokumentiert und die gewonnenen Erkenntnisse zusammengestellt. Dieser Beleg ist dann neben dem Multiple-Choice-Test, der im Wesentlichen die Inhalte der Vorlesung prüft, der Nachweis über die Bearbeitung des Kursteils und wird bewertet und mit Leistungspunkten versehen. Für dieses Beispiel gehen wir von einem Arbeitsaufwand von etwa 15 Stunden aus, welches einem halben Leistungspunkt gemäß ECTS entspricht. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.